Geht, Coach. Jo, Leute, was geht ab? Willkommen zu unserem ersten neuen Vlog, würde ich mal sagen, oder was? Ja, here we go. Wo sind wir? Was haben wir gemacht? Ja, wir haben heute Morgen schon eine Runde trainiert, bisschen Ausdauer gemacht. Ich habe bisschen Fahrrad, bisschen Laufen, bisschen Schattenboxen. Dann ein kleines Pre-Workout, Post-Workout-Meal zu mir genommen. Jetzt sind wir in Hamburg, hier im Hafen, muss man sagen. Und gehen jetzt ein paar Sachen besorgen, ein bisschen einkaufen, ein bisschen Bioläden abchecken, ein paar guten Stuff besorgen, ne? Du bist, was du isst. Ein bisschen shoppen, ein bisschen Geld auf den Kopf klatschen, ne? Was ihr dank meines Boomi-10-Rabattcodes alles einspielt, dann muss ja alles wieder raus, Leute. Das muss ja im Fluss bleiben. Ja, und dann später würde ich sagen, noch trainieren oder was? Ist im Highlight, ne? Buchholz. Genau, wir haben noch ein bisschen Buchholz, das Highlight, da war ich noch nicht. Anderes Studio, mal abchecken, ein bisschen Gas geben. Ja, und dachte, wir nehmen euch einfach mal spontan hier ein bisschen obligatorisch mit durch den Tag, oder? Mal zeigen wir den Leuten mal ein bisschen, was wir so machen, oder? Ja, ein bisschen was präsentieren hier. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, auf geht's. Let's go. Let's go. Da wird wieder viel Kohle fließen, oder? Ja, es ist immer gefährlich, wenn man schon so überhaupt zu leben drin ist, ne? Ich finde das immer schwierig, wenn man da gar ist. Es ist wie mit Süßigkeiten zu Hause. Wenn du kein Zuhause hast, dann kannst du auch keine essen. Und mit Shoppen ist das genauso. Wenn du nicht in die Laden gehst, dann kaufst du auch nichts, ne? Aber wenn man dann schon da drin steht, ah komm, eine Sache ist keine Sache, so weißt du. Wenn, gestern waren wir auch schon links im Outlet, haben wir auch schon was auf den Kopf gehauen, jetzt sind wir schon wieder hier. So. Wie kann das passieren? Ist alles teurer geworden, da muss ja auch supportet werden, dann siehst du es nicht so. Doch. Doch, oder? Wie soll ich denn sonst noch die Strafzerte bezahlen? Tickets kosten 10, 20 Euro für 10 Minuten parken. So, und dann kriege ich jede Woche die Strafzerte, dann muss man doch mal den Leuten zeigen, dass sie mich unterstützen müssen. So sehe ich das. Ne? Geben und nehmen ist das. Coach, was ist das für eine Kulisse hier? Ja, ich bin tatsächlich sehr gerne in der Hafen City. Ich mag das gerne hier. Hier wird natürlich noch viel gebaut und so. Aber was wir in den letzten Jahren alles hingekommen ist, ist crazy. Ja. Crazy. Wie so ein eigener, ja klar, so ein eigener Stadtteil. Eine eigene Stadt, ne? Eine eigene, komplett separate Stadt. So, guck mal da die ganzen Sachen an, die da hinpflanzen, ne? Das ist krass. In den letzten Jahren riesig geworden. Riesig. Und ganz eigener Vibe. Aber ich mag sie. Ist natürlich sehr teuer. Aber ich finde es hier sehr schön. Das ist ja auch eigentlich, wenn wir in Hamburg sind, fast immer hier, ne? Ja. Fotos und so kann man geil machen, Content. Safe. Ja, gibt ein geiles Ambiente. Ja. Safe. So, Coach, einer deiner Lieblingsorte? Natura ist wirklich einer meiner Lieblingsorte. Wir legen viel Wert auf gutes Essen, auf gute Qualität. Und dann versuchen wir natürlich möglichst viel Bier zu kaufen. Natura ist dafür super geeignet. Das ist natürlich immer eine kostspielige Sache. Aber Leute, investiert in eure Gesundheit, ist ganz wichtig. Also, auf geht's. Ja, aus Hamburg zurück. Jetzt gibt es erstmal noch Pre-Workout. Hier die Pre-Essentials von Adam, checkt ihr ab. Ihr wisst, Rabattcode BOOMI10. Damit wir auch hier ordentlich Kalorien verbrauchen. Dazu noch ein paar Ja's für Muskelschutz. Ja, das knallen wir uns jetzt hier rein. Und dann geht's auf ins Training. Ein bisschen Sandsack hoffentlich machen wir. Die haben dann Sandsack, ne? Yes. Ja, ein bisschen Sandsack, ein bisschen Kraft. Und ja, nehmen wir euch ein bisschen mit ins Training. So Leute, jetzt erstmal warm machen. Ich trinke immer erst dann meinen Pre-Workout. Ich gehe hier, check ein bisschen Instagram, gucke ein paar Motivationsvideos und trinke dabei meinen Pre-Workout, damit er dann auch sicher wirkt. Und dann fange ich an zu laufen, auch nochmal so 15 Minuten und dann wirkt er genau zur richtigen Zeit. Und dann starte ich mit dem Training. Ja, der ist auch da. Ist auch fleißig. Und dann ja, gucken wir mal, was wir heute ein bisschen machen hier. So Leute, jetzt haben wir hier, weiß ich, 6-7 Runden Sandsack geballert. Jetzt machen wir noch hier ein bisschen Skifahren. Ja? Und vielleicht noch ein, zwei Kraftausdauerübungen. Und dann war es das auch schon, weil heute ist schon zweite Einheit, morgen geht es wieder weiter, morgen knallen wir auch wieder ordentlich. Ja, reicht für heute. Und dann passt das auch. Ist auch schon ein bisschen spät. Wie spät ist es jetzt? Wir haben es gleich 9:30, oder? 9:30, normalerweise kriege ich immer meine zweite Einheit um 18 Uhr. Heute hat sich das alles ein bisschen nach hinten geschoben, weil Hamburg länger gedauert hat. Aber kein Problem, wir ziehen trotzdem durch, immer das Beste draus machen. Lieber ein bisschen, als gar nichts zu machen. Ne? Also Leute, auf geht's.
So Leute, dann wollte ich euch meinen Einkauf nicht vorenthalten, den ich noch getätigt habe. Hier bei Lidl, einer meiner Lieblingsmilchsorten, die geht immer, ist günstiger als die von Alpro, schmeckt richtig gut. Like Döner ist das mein Favorite von Like Meat. Ja, immer am geilsten, schön anbraten zu einer Reispfanne oder auch so irgendwie auf Brötchen. Ja, Pfirsiche, ihr wisst, immer schön Obst, Gemüse abdecken, getrocknete Tomaten feiere ich auch, Petersilie, bisschen Tiefkühlgemüse, damit wir immer was auf Vorrat haben. Datteln auch immer super Süßungsquelle. Hier auch eigentlich so mein Lieblingsjoghurt. Könnt ihr ein bisschen Flavor von Sekt Plus reinmachen und ein bisschen Obst. Hummus natürlich darf nicht fehlen, ja. Das ist immer Starterpaket. Blaubeeren super reich an Antioxidantien. Auch sowas wie Kresse nicht unterschätzen. Auch sehr reich an sekundären Pflanzenstoffen und Vitaminen. Lauch auch. Wir wollen nicht aussehen wie ein Lauch, aber wir essen es natürlich gern. Und Bananen dürfen auch bei mir nicht fehlen. Sowas wie Tomaten natürlich auch. Und rote Paprika auch reich an Vitamin C. Ja, das ist mein Einkauf. So, Leute, und dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diesen kurzen Vlog einmal abzuchecken, weil es nichts Wildes war, nichts Spannendes, aber wollte ich einfach mal wieder so mit durch einen Tag nehmen. Und ja, werden auch mehrere Vlogs wieder folgen. In diesem Sinne, Leute, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da, schaut bei Instagram vorbei, schaut bei Sekt Plus vorbei. Wer noch ins Coaching kommen möchte, kann mir auch gerne schreiben, eine Nachricht. Findet ihr alles bei Instagram, coach.timbumaye. Und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal.